Okay. Ich hab noch ein bisschen. Eigentlich habe ich keine Zeit. Größenwahn. Hatten wir geschafft. Haben wir geschafft, hier sehen wir. Oh, im Exil. Eure Heimatinsel ist so klein geworden und ohne den erforderlichen Platz ist das Fortbestehen eurer Siedlung stark gefährdet. Glücklicherweise haben eure Kundschaft von einer großen Insel im Nordosten berichtet, die ziemlich reich an wertvollen Rohstoffen ist. Brecht dorthin auf und errichtet eine Stadt mit mindestens 3000 Einwohnern. Davon sollten 2000 Aristokraten sein. Stellt dabei sicher, dass auf eurer Heimatinsel mindestens 500 Kaufleute für die notwendige Versorgung eurer Bevölkerung sorgen. Achtet darauf, dass eure Bilanz positiv ist. Denn nur durch den richtigen Einsatz eurer Ressourcen könnt ihr euer Ziel erreichen. Eure Konkurrenten werden versuchen, euer Vorhaben zu verhindern. Vernichtet diese, um euer Ziel ungestört verfolgen zu können. Okay, Konkurrenten zerstören, 3000 Leute, 2000 Aristokraten, 500 Kaufleute. Wählt eure Fahne. Ich darf nur gelb und rot nehmen. Nehmen wir doch einfach mal rot. Bilanz ist schon mal positiv. Das gefällt mir sehr gut. Eure Stadt wächst und gedeiht. Schön. Die hätte ich schon mal gern, denn die werden wir brauchen. Diese Stadt ist für'n Arsch. Obwohl, als Anfang eigentlich gar nicht schlecht für'n Anfang. Denn dadurch haben wir schon mal eine kleine positive Bilanz. Und die ersten Ressourcen kann ich von hier klauen. Das müsste eigentlich reichen. Keine Kanonen. Allerdings können wir den Gegner relativ schnell die Inseln klauen. Ah, die haben eine Werft. Die sind genauso klein. Die werden versuchen, sich eine große Insel zu holen. Ich hätte sie gern. Segel natürlich ohne Materialien los, weil ich so toll bin. Ich will schon wieder zu viel mit einmal. Haben wir eine Eisenwerkzeugproduktion? Haben wir nicht. Passiert, wenn ich auf F4 komme, aus Versehen. So, ich hoffe mal, die werden nicht gleich... Ach, die bauen sie erstmal hier aus. Das ist vielleicht ganz gut, dass sie so dämlich sind. Ich werde erstmal versuchen, die große Insel zu bekommen. Der Rest ist für mich, ehrlich gesagt, sekundär. Die Insel hätte ich gern soweit schon mal für mich, denn die werde ich später brauchen. Und wenn die keine großen Inseln kriegen, können die sich auch nicht auf Bürger gut ausbauen. Und das ist unser Vorteil. Wenn ich hier schon mal eine Holzproduktion habe, hätte ich die gern richtig. Und Werkzeug, wie immer, brauche ich. Wie gesagt, diese Insel kann eigentlich von mir aus erstmal so bleiben. Oh, die erfasst sogar alle drei. Wollte gerade sagen, was ist das für eine Scheißplatzierung. Aber war es ja gar nicht. Die war doch ganz okay. Wir haben leider nur 10.000, ist aber eigentlich auch der egal. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Wenn ich diese Insel schon mal so weit habe... Ihr seid auf Ureinwohner gestoßen. Nein, nicht auf dieser Insel, oder? Boah. Es tut mir leid, die muss ich vernichten. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ich wette, hier ist auch Gold drauf. Ja, reich an Rohstoffen, wie es so schön hieß. So. Mitten in die Wälder bauen immer. Ich habe sehr große Bedenken, dass die werden versuchen, sich hier drauf auch niederzulassen.
möchte nicht, dass hier ein Krieg darum entbrennt. Bis zu einem gewissen Punkt kann ich die Ureinwohner lassen, aber dann müssen sie leider weg. Super. Ich will doch nur die Demokratie bringen. Es wird schnell gehen, vor allem wenn ich jetzt gleich anfange mit Leuten, dass wir auch wieder richtig Geld reinkriegen. Interessanterweise stört die Ureinwohner auch gar nicht, dass man hier alles abreißt. Das ist ihnen wirklich egal, die wollen nur ihr in Ruhe gelassen werden. Die wiederum, muss ich sagen, ist ganz gut platziert hier. Okay, also. Ich kann 4 Minen dran setzen. Mist. Egal. Die Insel reitet uns jetzt erstmal in die Unkosten. Ja, ich weiß, ihr hasst es, wenn ihr so lange warten müsst, dass ich erstmal Geld sammle. Soll ich vielleicht mal ausmachen. Gehört aber für mich, für meinen Spielstil irgendwie dazu. Das würde ich gerne mal abreißen. So, Holz kriegen wir ja relativ schnell. Setzt neuen Kurs. Setzt die Vorsegel. Wie viele Piraten gibt es hier? In die Wanten, in die Wanten. Ich würde sagen, die Insel hier unten lasse ich mal so als autonome Insel. Alles, was ich auf der nicht brauche, mache ich dann eigentlich aus. Die bringt mir ja doch Geld und versorgt sich selber. Und daher kann sie eigentlich bleiben. Oh. Schon viel besser. Meine Manikineko bringt auch Geld und versorgt sich auch selber. Aus China mitgebracht, auch wenn sie gar nicht aus China kommt. Wussten wir auch nicht, man denkt immer, die gehört zu China, aber nein, die gehört zu Japan. Die Manikineko gehört zu Japan. So. Muss ich nur dafür sorgen, dass wir möglichst nicht erwischt werden. Ich muss dann bloß aufpassen, dass ich mich nicht mit den Piraten so früh anlege. Ich kann mich auch gar nicht mit denen anlegen. Dunkeln komme ich halt öfter mal viel falsch Taste. Sorry, Leute.
Übrigens mit dem Cheat kann man auch noch auf wenn man Cheat-Modus aktiviert hat, kann man auch noch auf die Geschwindigkeit F8 gehen. Das sollte erstmal reichen. Muss ich mal ein bisschen im Blick behalten. Vor allem habe ich ja diesmal keine 10 Tonnen Startnahrung, an der ich das ableiten kann. Kann ich auch ein Ding errichten, aber ich glaube nicht. Scheint aber mehr zu werden. Sind auch noch nicht so viele Leute. 52. Ah ja, gar nicht schlecht. Eigentlich echt gut für Pionierstatus. Unsere Bilanz. Machen wir einfach mal so 2 rein, würde ich sagen. Eure Stadt wächst und gedeiht. Ich glaube, ich übertreibe schon wieder. Das wird wahrscheinlich wieder viel zu viel. Ah. Merkt er was? Nicht so mega gut mit der Nahrung. Wenn ich das jetzt aber zu weit auseinanderziehe, kriege ich das Problem, dass ich viele Feuerwehren brauchen werde. Das sind halt Sachen, die ich mir anfangs nicht erlauben kann. Ah, gut, ich kann hier noch alles an Gebiet nutzen. Das ist schon mal gut. Oh, hab ich. Das habe ich jetzt schon, das Zeug. Die Feuerwehr habe ich jetzt auch schon. Das heißt, ich sollte sie bauen. Wenn ich sie hab, dann heißt das, es kann ein Feuer ausbrechen. Oh, das habe ich. Ach, das habe ich alles schon. Das sollte ich vielleicht mal ein bisschen was rein investieren, würde ich fast mal sagen. In Stein und dann vielleicht auch in den Ausbau hier und in Werkzeuge. Bevor ich nämlich anfange, meine Siedler auszubauen, das ist vielleicht echt gut gewesen hier, dass ich das alles schon habe. Autsch. Warum habe ich hier eigentlich ein Wirtshaus? Das brauchen die doch auch nicht. Blödsinn. Könnte ich eigentlich abreißen, ich lasse jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass die sich nicht ausbauen können.
Was habe ich gesagt? So. Woran mangelt's an Stein? Ja, kommt aber schon rein. Ja, ich gönn mir den Einkauf. Ich will doch mal schauen. Ah ja, es wird mehr. Das ist gut. Oh, vielleicht kann ich ja, wenn ich hier noch einen Marktplatz baue, da auch drauf bauen. Ach ja, Einkaufskosten. Haben wir jetzt Eisen jetzt gekauft? Tatsache. Ich will tatsächlich erstmal meine Insel so weit aufbauen, wie ich das gern hätte. Also mit Pionierhäusern. Hauptsache die Gegner kommen nicht auf meine Insel. Aber ich bin guter Dinge, dass die jetzt nicht mehr irgendwo hinkommen. So in etwa. Na gut, da kann ich dann irgendwann noch einen draufbauen. Das finde ich gut. Ach, wisst ihr was? Ich baue es trotzdem. Eure Stadt wächst und gedeiht. Wir haben allein mit Pionieren schon 200 Leute. 144 Pioniere. Irgendwie habe ich mir einen Nerv eingeklemmt. Kennt ihr das, wenn unter euren Rippen ein Nerv eingeklemmt ist? Wartet mal kurz, ich muss mal kurz strecken. Dagegen hilft es, wenn ihr euch nach hinten biegt, auch wenn es weh tut. Es wird auch noch ein Spaß, wenn wir dann Ärzte brauchen. Ja, gar kein Problem. Komm schon. Hab ich den Einkauf ausgemacht? Oh. Hoppla, sorry. Irgendwie habe ich das vergessen. So. Oh, Mist, wir warten ja doch wieder aufs Geld. Tut mir leid. Aber nur jetzt und dann für die Feuerwehr, die ich hier noch herstelle. Gut, dann kann die wirklich alle löschen. Mm.
Mir kommt auf jeden Fall noch meine Fische hinterher. Für die Masse an Bevölkerung. Ja, mit Geld ist gar nicht so das Problem. Wir warten halt jetzt lange auf Holz. Vielleicht soll ich das mal eine Reihe ziehen. Ja, ich weiß, ich kann es ziehen. Eine Reihe so ziehen, damit ich weiß, wo ich aufhören muss. Einfach nur so zum Spaß. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, die anderen werden sich nicht ausbauen. Und deshalb lasse ich mir gerade tatsächlich Zeit damit. Sagte er und sie bauten Kanonen. Ich glaube, die kommen erstmal nicht viel höher. Eine Zeit lang. Die bauen ja auch kaum Schiffe gerade. Apropos Schiffe, ich müsste auch mal damit anfangen. Ja, es wäre schon zu weit. Ah, ist ja noch besser, dann kann der auch da unten durch. So, das machen wir jetzt alles voll. Wir brauchen haufenweise Holz. Wie es eigentlich bei jeder Siedlung Anfang ist. Ich glaube, stell dir mal vor, ihr spielt gegen einen menschlichen Spieler und der haut 4-5 Holzproduktionen hin und während ihr die ersten Häuser habt, hat er schon das. Da würde ich mir echt ich glaube, wenn ich Rauchschwaden ziehen durch die Gassen, ein Feuer schwelt. Wenn ich gegen menschliche Spieler spielen würde, müsstet ihr bei mir mit sowas rechnen. Mit sowas hier. Da würde ich wahrscheinlich noch 1-2 Holzfäller mehr haben. Einfach nur, damit ich am Anfang des Spiels so gut vorwärts komme. Wir haben jetzt schon 1400 wieder. Gönn's mir mal. Am Anfang des Spiels und der haut erstmal 230 an Bevölkerung raus mit Pionieren. Ich habe die ersten schon 260. Ich habe die jetzt tatsächlich schon geschlagen mit meiner Bevölkerung mit Pionieren. Ich hätte es nie gedacht, aber die können sich auch richtig auszahlen. 400 Taler also. Und die sind sehr, sehr billig im Unterhalt. Im Zweifelsfall brauchen wir hier wirklich bloß eine Feuerwehr. Jeweils und Nahrung. Mehr brauchen wir hier nicht. Billiger kriegt man keinen Einwohner. Selbst Siedler brauchen mehr. Auch wenn nicht viel. Ja, wir haben es gleich geschafft. Und wer es glaubt oder nicht, wir haben so einen hohen Verdienst, wir brauchen nicht aufs Geld achten gerade. Obwohl, wenn ich damit Farmen anfange, wette ich, dass... Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass sie es auf Bürger schaffen. Beide? Naja... Das ist überraschend. Ich glaube, der kauft das Zeug ein. Aber er kommt nicht weiter. Er hängt in der KI-Schleife. Gegen Bürger wird es dann halt schwerer zu bestehen schon. So. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Ja, ist auch auf Bürger aufgestiegen schon. Sollen sie doch. Oh. Ach so, ich habe wieder gekauft. Ich würde sagen, ich guck mal hier unten dann gleich.
brauche erstmal nur Alkohol. Ja, hau ab. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. Setzt neuen Kurs. Oh, haben auch schon 300 Einwohner. Mit Pionieren. Werden zwei übrigens nicht reichen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Sehr gut, hat schon alles, was wir brauchen. Müssen wir gar nicht so weit weg und das können wir dann auch noch eine Zeit lang überbrücken mit unserem Schiff. Die können noch keine Kanonengießerei haben, denn die werden es nicht auf 400 Leute kriegen, schätze ich mal. Vielleicht schon, aber ich glaube es nicht. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Wollte gerade sagen, woran hängt's denn, aber ja. Irgendwie ist unser Geld jetzt doch wieder weg. Ja, weil wir halt so viel gekauft haben. Ja, durch den Bau geht halt doch relativ schnell Geld weg. Aber ich brauche zweimal die Produktion. Wir haben noch keine Stoffe. Nahrung steigt. Wir haben die erste Tonne Stoffe. So. Gut, hier drüben haben wir dann die nächste. Ich habe lieber ein bisschen Überschneidung, als dass dann das irgendwo fehlt. Sehr gut. Na, drei werden wir noch brauchen. Oh, das tut mir aber in der Seele weh. Oh, das hat die Steinmetze getötet. Habt ihr es gesehen? Oh. Oh, das tut weh. Das tat richtig weh. Wirtshaus und Schule hat es erwischt. Hat er auch einen Vulkan? Der hat ja auch einen Vulkan. Habe ich auch hier einen Vulkan? Nö, ich habe es besser getroffen. Will ich mich nicht beklagen. Ich geh mal lieber noch so hin. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Ach, nur die unwichtigen. Passt super rein. So. Jetzt dürfte natürlich Nahrung, wie viel waren es? 34, muss ich mal im Blick behalten. Und es geht los. Das können wir jetzt auch ein bisschen so weiterziehen. Kann man auch ein bisschen sparen. Vielleicht fange ich doch langsam mal an, schon mal mit Alkohol zu experimentieren. Kann mir vollkommen egal sein. Ah, kann mir doch nicht vollkommen egal sein.